Wir uns Play. Überraschen von der Deutschen. Capriati übernimmt die Initiative. Aber nochmal ein guter Return und dann erwischt sie Capriati auf. Da ist das 3:0 zugunsten von Jennifer. Nee, bin ich neu gespielt, sondern Punkt für Weingärtner, 30:15, sorry. Natürlich. Wenn er aus ist, ist er aus, völlig klar. Ja, ganz geschickt gemacht von Capriati und wieder zwingend der Abschluss. Ich spiele zuvor. Wird ganz schön vorgeführt. Die Höchststrafe für Marlene Weingärtner. Mit 6:0 holt sich Jennifer Capriati unter den Augen ihres sicherlich zufrieden. Outbreak schaut sie gerne. Ist ihr bevorzugter Film. Und das war ein ganz schöner Outbreak. Zwei Winner im ersten. Also. Starker Erstaufschlag. Zu harmlos. Und wichtig auch, dass sie endlich mal und da ist das Rebreak wieder ein zu harmlos. Ich wollte schon sagen, zu verspielt, aber
und zwei, drei Quelle bleiben. Und der Abschluss mit dem Ass, Jennifer Capriati. Und das ist es. Eindrucksvoll beendet Jennifer Capriati dieses Match und Pater Stefano kann mehr als zufrieden sein. 6-0, 6-2. Capriati nimmt ihrer Gegnerin sechsmal den Aufschlag ab. Da steht im Endspiel, das wir morgen 19 Uhr live hier bei Eurosport zeigen. Glückwunsch an Jennifer. Entweder Hingis oder Martinez auch tun. So, jetzt kommt die Statistik nochmal. Das machen sie nicht so ganz geschickt hier in den USA. Ich habe es gesagt, da fehlt es ein bisschen an Präzision bei der